One life left. Ich war auf dem Rückflug nach Phoenix City auf der Rückseite eines Flugzeugs. Alle schliefen wie üblich um Mitternacht, aber dann fing alles an, schief zu gehen. Zuerst fühlten sich die Menschen krank und die Badezimmer füllten sich schnell. Ich legte keine Aufmerksamkeit darauf, bis der erste Schrei plötzlich alle aufweckte. Der Pilot wurde gebissen, gekratzt und stark verletzt. Mit dem Sonnenaufgang eskalierte die Situation. Alle fingen an zu erbrechen. Jemand verlor das Bewusstsein und dann begann das Flugzeug plötzlich direkt in den Sinkflug zu gehen. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu Project Zomboid in der Wüste. Es gibt nämlich eine neue Standalone-Map. Copper State in Arizona. Oder Moment. Na komm. Schön. Copper State in Arizona. Und das ist eine Wüstenkarte mit 3 Spawnpunkten. Unter anderem ein Flugzeugabsturz-Spawnpunkt, an dem wir uns gerade befinden, der sich mitten umgeben von ganz viel Wüste befindet. Und es gibt ja auch ein paar Städte und diese Ortschaften im Allgemeinen sind alle dem Staat Arizona nachempfunden. Also die gibt es auch tatsächlich in der echten Welt. Und wir schauen mal, wie wir heute hier vorankommen. Ich habe ein paar Sachen umgestellt. Die Temperatur auf sehr hoch gesetzt in den Sandbox-Einstellungen. Und das Datum nochmal hochgesetzt auf den 30. Juli. In der Hoffnung, dass es auch ordentlich heiß ist, weil ein bisschen Wüstenfeeling muss ja da sein. Also erstes Ziel, wir brauchen eine Digitaluhr. Ja, bleib mal hier. Hast du eine Uhr? Keine Uhr. Doch. So, 31,3 Grad. Meine Güte. Das ist noch nicht mal ganz Mittagszeit. Mal schauen, wie warm es noch wird. Jetzt habe ich gar nicht unten durchsucht. Im Flugzeug. Da wird ja bestimmt auch noch irgendwas sein. Na toll, jetzt komme ich hier nicht rein oder was? Macht mich nicht schwach. Bin ja extra zurückgerannt. Okay, alles leer. Ernsthaft jetzt? Gut, das Gepäck hat es ordentlich durchgeschüttelt. Hier lässt sich nichts ergattern. Schade eigentlich. Ist hier noch irgendwas drin? Ist ja schon mal besser als gar nichts. Da können wir uns doch hier schon mal, ja, die Flaschen abfüllen. Sehr gut. Und damit haben wir schon mal ausreichend Wasser. Hat sich also doch gelohnt, zurückzukommen. Weil wenn es jetzt hier 31,6 Grad sind, wer weiß, wie lange wir laufen. Und wie gesagt, ich entscheide mich jetzt hier erstmal für den Weg hier nach oben. Ja, doch, hier nach oben. Da irgendwo soll es hingehen. Ich glaube, wir nehmen uns hier mal noch ein Stofffetzen mit, zur Sicherheit. Wunderbar. Und auf geht die Reise. Mir gefällt auf jeden Fall schon mal so das Design von den Kakteen, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Auch die Bäume. Sieht alles sehr trocken aus, auf jeden Fall. Eieiei. Ach du Scheiße. Okay, da ist einer. Ach, Scheiße. Einer ist hier aber mit einem schönen Rucksack. Vielleicht kriegen wir den noch schnell. Sieht nicht gut aus. Nee. Nee, das lassen wir sein. So ganz ohne Nahkampfwaffe. Ist mir jetzt so anstrengend. Wir gehen weiter. Wir haben es mittlerweile 13 Uhr. Nach wie vor treffen wir vereinzelt auf Zombies, aber bisher sehen wir auch hier nur Wüste,
Und die Temperatur steigt immer langsam an. Ich hoffe, ich habe den richtigen Weg eingeschlagen. Irgendwas hier in der Nähe. Werden langsam hungrig. Ein wenig hungrig. Kann man hier Nahrungssuche aktivieren? Okay, aber scheinbar hat oder haben die Entwickler hier richtig Nahrungssuche mit eingefügt, dass hier auch überhaupt die Vegetation irgendwas bietet. Ich glaube, das muss man alles auch zusätzlich nochmal einstellen mit, wenn man so eine Karte macht. Also quasi, dass das Spiel auch weiß, was sich für Nahrung dort befinden soll oder für Ressourcen. Oh, hier kommen ein paar mehr Zombies. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ja, da kommt... Oh ja, das sieht gut aus. Nice. Zivilisation. Okay, okay, okay. Hallo. Hallo, wunderschönes Haus. Ganz schön viele Zombies. Die ziehen wir erstmal alle weg. Würde ich sagen, kommt mal alle her hier. Sind da doch ein paar. So, was haben wir denn jetzt hier gerade hinter uns? Das sind jetzt aber nicht super viele. Ah, müssen wir die nochmal immer sammeln hier? Ja, die müssen wir noch immer sammeln. Der schreit sich hier die Seele aus dem Leib, der Robert Wischnewski. Schönen Urlaub wollte er haben und jetzt? Den ganzen Tag nur noch getanzt. Uiuiui, das war aber knapp. Ich würde auch sagen, reicht dann. Wir hauen jetzt hier mal ab. Ich muss hier auch langsam mal ein bisschen auf meine Fitness achten. 36 Grad, fast 37 Grad haben wir es. Bin ziemlich hungrig. Schmackofatius, würde ich sagen. Also, Projekt, ich lock die Zombies weg, ist geglückt. Jetzt hoffen wir nur, dass hier keine Alarmanlage ist. Ich pflück mich hier mal kurz durch. Ja, die kann man ernten. Okay, Kartoffeln sind noch nicht erntereif. Wir haben auf jeden Fall ein paar Tomatschkis. Und wir haben unseren ersten relativ sicheren Spot gefunden, nachdem wir den Flugzeugabsturz überlebt haben, scheinbar. Jetzt gucken wir mal, ob der auch wirklich so ruhig ist, wie ich mir das vorstelle. Okay, das ist auch ein bisschen größer hier, das Haus. Da liegt auch Brot auf dem Tisch. Das sehe ich doch von hier schon. Mmh, lecker. Okay. Bitte keine Alarmanlage. Ich habe doch drum gebeten. Warum denn? Um Gottes Willen. Oh. Großartig.